Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und es geht weiter. Und ich habe mir richtig was überlegt jetzt hier für diese Woche, beziehungsweise die Folge und die nächste und so weiter. Ja, okay, du machst das schon. Ja, genau. Und ich will das Gewächshaus in Betrieb nehmen, irgendwie. Natürlich, irgendwo. Und hier allgemein mal so ein bisschen aufräumen. Also es wird sehr produktiv jetzt hier und es geht voll ab. Inventar voll, genau. Wir haben ja noch diesen ganzen Zeug von der letzten Mining-Tour am Start hier. Das räume ich natürlich mal kurz weg irgendwie. 6 Omni-Geoden haben wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, mal eben hier ein bisschen was weggeräumt. Warte mal, hier haben wir auch noch dieses ganze andere Zeug. Das kommt hier noch rein, das kommt da rein. Das hier kann eigentlich gleich in die Verkaufskiste. Warte mal, jetzt gibt es hier erstmal noch ein bisschen die ganze Erzgeschichte weg hier. Iridium auf jeden Fall, sehr nice. Oh ja, hier draußen geht übrigens gerade die Welt unter. Ja, es gießt in Strömen und ich weiß nicht, es donnert und gewittert und hört sich total schrecklich an. Gut, so ist das halt manchmal. Kann man machen, nichts muss man gucken zu. Das heißt, ja, hier nochmal eben ein bisschen was rausgeräumt. So, warte mal, was haben wir denn hier noch so? Ach, warte mal, hier ist noch ein Amethyst. Der kann auf jeden Fall noch dort rein. Und dann sieht das, glaube ich, schon ganz gut aus. Soweit. Hier in die Verkaufskiste kann das Goldsternchenzeug. Achso, die Steine können hier noch mit rein. Und dann passt das. Oder auch nicht. Es ist schon wieder so viel aufzuräumen hier, Wahnsinn. So. Nee, warte mal, hier wollte ich eigentlich gar nicht ran. Doch, hier wollte ich ran, hier wollte ich die Geoden reinpacken. Genau. Und jetzt kann ich da unten erstmal das Zeug rausnehmen, kann mich um die Tiere kümmern und dann geht's auch direkt los. Ach, wird das gut. Das wird richtig klasse. So, hier mal eben noch frisches Zeug reingepackt. Zack, zack, zack und zack. Des Weiteren die Eier da rein. Und dann sieht es gut aus. Ein Traum, himmlisch. So, dann gucken wir mal hier rein, wie es bei euch aussieht. Es sieht alles gut aus. Automatische Fütterung hat stattgefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Sehr schön. Und ja, ich könnte auch dann mal... Genau, ach so, ich wollte auch nochmal zu Marnie und hier mein Pet, Tier, Vorrat, wie auch immer, Gedöns noch pimpen. Schauen wir mal. So. Moin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Sehr schön. Und dann gehen wir hier natürlich mal eben im Eimer durch. Ach, ist das toll, wenn das funktioniert hier. Na? Keine Milch heute. Hier gibt's Milch. Soll ich mal nach links? Ah, genau. So läuft's. So läuft's. So, was haben wir hier? Keine Milch. Okay, also die Ziegen scheinen hier heute etwas wenig Lust zu haben auf Milch. Aber ist ja kein Problem, ist ja kein Problem. So, zack. Dann können wir hier mal eben noch zwei Eier dazu packen. Und dann kümmern wir uns erstmal ums Wesentliche. Ich würde sagen, ja, warte mal, ich könnte mal eben, ich rock mal zu Marnie runter. Und dann schaue ich mal, ob die da ist. Und ob wir da vielleicht noch ein bisschen was kaufen können. Ich bin gespannt. Sie ist da. Hello, grüß dich. Animals kaufen bitte. Und zwar, warte mal, was haben wir denn? Ach, Rabbit. Und Sheep. Coop, Barn. Also, das Schwein bringt auf jeden Fall. Warte mal. Das müsste ich natürlich mal überlegen, ne? Was brauche ich denn eigentlich? Ich könnte noch zwei Kühe verkaufen, glaube ich. Wobei, ich kaufe jetzt erstmal zwei Schafe und zwei Schweine. Warte mal, was haben wir denn? Brumbo. Na klar, Brumbo. Sehr schön. Noch eins. Zack. Jizzy. Vesper. Vesper klingt cool, oder? Vesper fetzt. So, dann noch eben zwei Schweine dazu.
Und dann wird es auch so langsam hier ganz schön eng. Bracky, ja klar, auf jeden. Oder Bracky, wie wird das dann ausgesprochen? Ich glaube Bracky. Animals, Schwein. Zack. Und dann haben wir hier dann, nee, Fukomo nicht. Bitzo, Fupo. Fupo fetzt, auf jeden Fall. So. Und dann geht's weiter. Warte mal, jetzt haben wir in dem anderen, ja, Dings dann quasi hier noch so ein bisschen Rabbit. Das machen wir. Kaufen wir jetzt noch 4 Rabbits, Mähne. Und dann ist der andere Stall auch voll. Und ich denke, das passt dann auch ganz gut. Purchase Animals, noch einen Rabbit. 8000 kostet einer. Nicht schlecht. Bin ich mal gespannt, was das hier bringt. Pima, Pracker. Whatever. So, Purchase Animals, Rabbit. Und es regnet immer heftiger da draußen. Der Wahnsinn. Siepe, Seib. Lassen wir so. Sehr schön. Und dann das letzte Tierchen für heute. Chilbo. Zilbo. Prumbo. Minu. Brutscher. Komm, Brutscher wird's. Entschuldigung. Und dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Tiere soweit safe für heute. Die knuddeln wir jetzt noch eben, damit die glücklich sind am heutigen Tage. Und dann widmen wir uns mal dem Gewächshaus zu, würde ich sagen. Widmen. Wenden. Das Zeug ist hier noch fleißig am Blubbern, sehr schön. Dann gucken wir da mal rein. Und da haben wir jetzt hier ein paar Rabbits am Start. 1, 2, 3 und 4. Dann sind die für heute auch alle durchgelorft und geknuddelt und was auch immer. Und dann gucken wir hier nochmal eben rein. Knuddeln hier natürlich auch noch die neuen Tiere. Die 2 Schweinchen und die 2 Schäfchen und. Na, zack. Zack, sehr schön. Läuft. So, und dann geht's weiter. Dann gehen wir einmal hier oben raus, gucken uns zunächst das Gewächshaus mal ein wenig an. Und ich habe mich schon ein bisschen informiert und mir auch schon, glaube ich, so ein bisschen einen Plan gemacht, wie ich das jetzt hier vorhabe. Und zwar möchte ich... Ich werde erstmal mit diesen kleinen Sprinklern arbeiten. Und zwar... Also mit diesen viereckigen. Vielleicht, na warte mal, ich bin mir so unschlüssig, ne? Also hier unten würden auf jeden Fall wunderbar diese Sprinkler so hinpassen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und wenn man jetzt alles mit kleinen Sprinklern macht, dann hat man den charmanten Vorteil, sag ich mal, dass man eigentlich nur eine Reihe, ja, Verlust macht, sag ich mal. Weil wir können jetzt hier zack, jeweils 4 solche Sprinkler nebeneinander, also bräuchten wir 12 und hätten dann eigentlich nur hier oben nichts. Und ich glaube, genauso werden wir es machen. Ich gehe mal gucken, ob ich mir 12 solche Sprinkler aktuell leisten kann. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Erstmal sammle ich hier noch das Zeug ein. Zack, was haben wir denn jetzt hier noch? Warte mal, wir haben noch Milch auf jeden Fall. Sehr schön, dann haben wir noch ein bisschen Enteneier. Wunderbar. So, schauen wir mal rein. Was haben wir denn jetzt hier? Wir brauchen, oh mein Gott, Goldbarren dafür. Wir brauchen Eisenbarren dafür. Und wir brauchen Refined Quartzbarren dafür. Wenn ich da richtig informiert bin. Iron, Gold und Refined Quartz. Ja, also brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was an Barren. Da hätte ich natürlich in der Vergangenheit durchaus mal vorproduzieren können, beziehungsweise vordenken können und so weiter. Gut, habe ich verrafft. Passiert, ja. So. Und ich habe dann auf jeden Fall noch einen Plan. Irgendwann, irgendwie. Das könnte ich jetzt, aber wenn ich das jetzt anfange umzusetzen, wäre das ganz schön blöd. Deswegen lasse ich das erstmal. Ich könnte nochmal zu Robin gucken und prüfen, ob das jetzt hier mit dieser Schleimhütte hier unten tatsächlich funktioniert. Ob die hier hinpassen würde. Ich probiere das mal. Ich gehe da mal hin und nehme am besten schon mal alles mit, was ich so an Ressourcen habe. Ich hoffe, ich habe alles für das für so eine Schleimhütte. Also es soll hier jetzt richtig abgehen die Woche, ja? Ich nehme jetzt hier einfach mal alles mit. Hauptwirt könnte ich auch noch ein bisschen was einpacken. Gut, da habe ich nicht mehr viel, ne? Schauen wir mal. Ich rock mal hoch. Was ist denn heute? Mittwoch? Ich weiß gar nicht, ob die da ist. Während hier die Goldbahn im Endeffekt da so vor sich hin blubbern und so, das dauert ja noch ein bisschen. Hier gibt es erstmal noch Würmer. Sehr schön. Warte mal, die brauche ich mal hier oben. Zack. Und dann geht's weiter. Ach, ich freue mich. Leute, ich freue mich. Ich habe ja auch parallel schon so eine Seite offen, wo ich sehe, was jetzt hier wie viel an
Wein und sowas bringt. So, hier haben wir sie. Sehr schön. Construct Farm Buildings. Und jetzt würde ich hier mal gerne gucken. Slime. Ah, da brauche ich. Echt jetzt? 500 Steine. 10.000 Gold. Okay. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, was ich mit dieser Schleimhütte tatsächlich machen kann, aber es klingt gut. Also wir brauchen noch ein paar Steine, so wie es aussieht. Und wir brauchen... Warte mal, was war das jetzt? Achso, Refined Quartz und... Oh. Refined Quartz und auf jeden Fall ein Iridium-Barren. Den haben wir auf jeden Fall. Refined Quartz, 10 Stück müssen wir mal gucken. Und die Steine müssen wir natürlich auch irgendwie besorgen. Also das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Aber gut, ist ja kein Problem an sich. Wir haben es ja nicht eilig. Sollte man bloß auf dem Schirm behalten, dass man da irgendwann dann mal ein bisschen durchdreht. So, inzwischen müssen vielleicht auch die Goldbarren wieder fertig sein. Das heißt, wir verlegen mal direkt zurück zur Farm. Machen hier noch einen kleinen Abstecher vorbei. Ich könnte auch nochmal, warte mal, das wäre eigentlich noch eine Frage. Ich würde, glaube ich, Starfruits anbauen wollen. Im Gewächshaus zunächst. Ich scroll hier mal noch ein bisschen runter. Die haben nämlich, also, ja, sind eigentlich ganz cool. Kriegt man dann vor allem auch den Wein für... wo waren wir jetzt hier? Warte mal, wie ist denn das? Ich weiß jetzt gar nicht. Warte mal, was habe ich denn eigentlich für eine Profession? Das müsste ich nochmal kurz prüfen. Weil das spielt ja auch eine Rolle. Gehen wir mal hier kurz rein. Skills, war das hier? Crops. Artisan Goods, worth 50% more, genau, das ist es. Das heißt, ich bekomme so eine Starfruit Wein dann für 3600 Gold weg und das ist schon heftig. Jo, deswegen möchte ich da auf jeden Fall Starfruits anbauen. Das heißt, ich könnte auch eigentlich schon mal nochmal fix in die Wüste und schon mal ein paar Starfruit Seeds kaufen. Allerdings, ja, das eilt eigentlich nicht. Das geht ja dann eigentlich relativ zügig. Ich weiß gar nicht, ob die da irgendwann Öffnungszeiten haben, wo sie nicht offen haben. Habe ich noch irgendwo ein Ei? Nein, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das heißt, ich packe hier schon mal ein bisschen was in die Kiste. Zack, zack. Ne, warte mal, die nicht. Aber das und das. Hat sich inzwischen auch schon wieder ganz gut was angesammelt hier, muss man sagen. Ne? Sieht schon gut aus. Die Goldbarren brauchen ganz schön lange. Ich gucke mal kurz hier rein. Refine, okay. Refine Quartz hätte ich auf jeden Fall am Start. Allerdings, ja, brauche ich auch noch ziemlich viel. Warte mal. Gut, der Iridium-Barren, ne? Das dauert jetzt natürlich ewig, wenn ich den jetzt anschmeiße. Egal, wir kümmern uns jetzt erstmal um eins, und zwar ums Gewächshaus, und dann machen wir den Rest dann irgendwann später. Sonst wird das hier ja nie was. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. So. Ja. Sehr schön. Was ich allerdings demnächst schon mal machen könnte, das wäre eigentlich mal ein Plan. Ich könnte hier mal insgesamt so ein bisschen umstrukturieren. Allerdings würde ich das dann tun, wenn das jetzt hier soweit fertig ist. Ich möchte nämlich die Fässer in ein Gebäude verbringen. So, und zwar möchte ich hier direkt daneben noch so einen Barn bauen, also so ein Teil hier. Was ich dann auch irgendwie komplett upgrade oder sowas, um da möglichst viel Platz drin zu haben. Wenn das tatsächlich Unterschiede macht am Platz, das muss ich erstmal verifizieren. Ja. Und dann kann ich das dann quasi da drin machen. Aber was ich natürlich machen könnte, ich könnte jetzt natürlich hier einfach mal, jo, das mache ich, ein paar Sprinkler wegmachen. Was hatte ich gesagt? 12 brauchen wir, ne? Das heißt, die ersten beiden rein und die kann ich ja dann später einfach wieder auffüllen. Warte mal, die hier draußen brauchen wir eigentlich nicht. Aktuell. Genau so machen wir es. Genau so wird es gelingen. Und dann klappt das hier heute doch noch mit dem Nachbarn. Sehr schön. Das freut mich. Die Tiere sind versorgt, oder? Ja, die hatte ich versorgt. Ich glaube schon. So, aber, ja, genau. Mir fehlen noch solche Steinplatten. Steinwege. Da es jetzt momentan ein bisschen an Stein mangelt, werde ich... Oh, die Goldbarren sind fertig. Sehr schön. Da packe ich mal gleich noch ein paar neue rein. Sauber. Den Iridiumbarren, ja, den mache ich da mal irgendwann anders. Mal gucken. Ich brauche Steinplatten. Wo hatte ich die hingelegt? Hier nicht... Hier liegen auch keine, das heißt, die liegen hier drin in dieser Kiste. Wenn ich überhaupt noch welche habe, ne? Eine. Okay. Ist immerhin besser als keine. Das heißt, ja, ich baue da mal noch ein paar von. Werde jetzt auch mal ein bisschen sparsamer mit dem ganzen Steinzeug hier umgehen. Und zwar brauche ich 11 noch. So, dass wir auf 12 kommen.
Ach, das wird toll. Das wird super, sage ich euch. Sehr schön. So, legen wir das Ganze hier mal direkt an. Und zwar ein... Achso, da muss ich jetzt wieder... Zack, zack, zack. Zack, zack. Genau so wird es gelingen. So, hier die Steinplatten drauf. Zack. Wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und dann hier noch eine hin. Hier noch eine hin und dort eine hin. Und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal die Sprinkler drauf verteilen. Ich muss auch nochmal zu Pierre. Ich habe, ja, mir wurde als Tipp gegeben, unbedingt jetzt hier das, na sag, alles mit diesem Speed-Grow-Zeug zu versehen, weil, also macht auch irgendwo Sinn, glaube ich, weil, ich möchte ja Wein daraus machen, aus diesen Starfruits. Und für Wein spielt ja die Qualität der Frucht an sich keine Rolle. Ne, deswegen habe ich auch da das eine Mal im, ich glaube im Herbst, die Cranberries alle mit Speed Grow gemacht. Ja, und dann habe ich halt einfach deutlich mehr davon. Das ist auf jeden Fall cool. Und deswegen lassen wir das, machen wir das auch so. Ich gehe jetzt davon aus, Pierre hat bereits geschlossen. Gut, das heißt, ich würde mich jetzt, warte mal, nee, wir können noch ein paar Sprinkler bauen jetzt schon. Gut, nicht so viel. Ich packe das erstmal rein. Was sagen denn eigentlich die Eisenvorräte? 30, das sind nochmal 6 Barren. Oh, oh, das wird nicht reichen. Das heißt, ich muss nochmal Eisen besorgen irgendwann, aber das kriegen wir im Zweifel auch beim Schmied. Und dann lege ich mich erstmal hin. Oh, Penny kommt auch gerade nach Hause, sehr schön. Einmal hingelegt hier und dann genießen wir eben die Nacht. Sehr schön, aufgewacht. Penny steht am Bären. Hallo. Sehr schön. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich ja gestern war Mittwoch, ne? Und ich habe die Kochsendung gar nicht geguckt. Das ist blöd. So, pass auf. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ich packe erstmal das Gold wieder ein bisschen weg. Und nehme mal das Eisen hier raus und das Iridium. Zack. Und dann packe ich hier auf jeden Fall mal einmal diesen Iridiumbarren rein und ein wenig Eisen, sehr schön. Und dann würde ich sagen, kümmere ich mich erstmal um die Tierchen fix. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Uiuiui. Ah, schlimm. Einmal kurz nicht geguckt, ist hier schon wieder Chaos. Ist egal. Ist egal, ich schaffe das. Ich gehe mal eben nach den Tieren gucken. Und dann wird alles gut. So, jetzt muss ich ja vor allem hier bis 20 zählen, ne, oder? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Achso, stimmt. Bis 8 habe ich. Ja, okay, alles cool, alles cool, alles cool. Make-Maschine. Zack. Schnickedingsbums hat heute keine Milch für mich hier. Oh, oh. Jetzt gewittert's. Jetzt gewittert's. Aber richtig heftig. So. Sieht doch schon ganz gut aus hier. Na? Da haben wir hier noch die Kollegin hier unten. Zack, sehr schön. So, wie geht's euch? Euch geht's gut, ne? Baby, jo. Na klar. So, dann einmal eben zu den Hühner rein. Grüßt euch. Achso, Hühner und Hasen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Und 12, sehr schön. Jo, wieder ein paar Eier am Start. Sauber, so. Das hier dann eben alles verwertet. Und dann würde ich sagen, rock ich direkt mal zu Pierre. Und hol mal ein bisschen Dünger. Speed Grow Dünger. Wo haben wir? Da ist Milch. Sehr nice. So, die ersten Eisenbahnen sind fertig. Das freut mich. Das heißt, da machen wir direkt weiter. Zack, zack, zack. Sauber. So. Barren da rein. Und es läuft. Das heißt, einmal eben aufs Pony geschmissen hier. Was sagt eigentlich der Strohvorrat? Ja, passt. Sehr schön. Da können wir auch bei Gelegenheit dann nochmal auffüllen. Jo. Läuft. Jo. Und dann rocken wir da mal eben hin. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Warte mal, wir haben jetzt 12 Felder, 8 Plätze.
Das heißt, 96 mal Speed Grow bräuchte ich. Also Speed Grow Ultra Deluxe, hast du nicht gesehen, ne? Ist klar. So, einmal reingeguckt hier. Quality Retaining. Warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Achso, ja, das brauchen wir nicht. Deluxe Speed Grow. Stimulates, bla bla bla. Increase at least 20-25%. Jo, sehr schön. Das heißt, wir kaufen da einfach mal ein paar von. Ich hoffe, die Kohle lässt das jetzt zu, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. 96. Achso, ich hätte bestimmt auch noch ein paar im Vorrat gehabt. Auf Vorrat, auf Tash. Na gut. So, Pam läuft schon zum Bus. Warte mal, das könnten wir natürlich gleich nutzen. Dann fahren wir gleich mal mit und holen ein paar Starfruit Seeds. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist auch schon zu Ende. Ja, und das trifft sich natürlich mehr oder weniger ganz gut. Dann kann ich diese Wartezeit hier nutzen, um den Übergang zur nächsten Folge zu machen. Und dann, ja, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Was spielen wir denn eigentlich? Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.